Guten Morgen, liebe Teilnehmer. Mein Name ist Stefanie Jerchel. Ich darf Sie im Namen der Thomas Krenn AG herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar Open Sense für Anwender, wie Sie die Firewall richtig nutzen und absichern. Unsere Referenten sind heute Michael Münz von der Max Informationstechnologie AG und Werner Fischer von der Thomas Krenn AG. Bevor wir mit dem Webinar starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Das Webinar dauert ca. 30 Minuten plus Fragerunde. Die Fragen können im bekannten Chatfenster gestellt werden. Einfach die Frage eintippen und abschicken. Am Ende des Webinars werden wir die Fragen in einer Fragerunde beantworten. Organisatorische Fragen beantworte ich gleich während des Webinars. Die Aufzeichnung und die Präsentation bekommen Sie im Nachgang per E-Mail zugesendet. Zum Schluss kommt wie gewohnt die Umfrage. Nehmen Sie sich bitte diese 20 Sekunden Zeit. Hier können auch Themenvorschläge angegeben werden, die wir in Zukunft in die Planung der Webinare mit einfließen lassen. Damit sind wir auch schon mit dem Organisatorischen durch und ich übergebe das Wort an Herrn Fischer. Ja, herzlichen Dank, Stefanie, für die Einleitung. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar zur Open Sense, zur Open Source Firewall. Mein Name ist Werner Fischer, ich bin seit 2005 bei der Thomas Krenn AG und hier vor allem für den Themenbereich Open Source, Wissenstransfer und neue Technologien zuständig. Und ich freue mich, dass ich heute Ihnen gemeinsam mit Michael Münz und der Max IT das Thema Open Sense näher bringen darf. Als kurzer Einstieg, Open Sense, Open Source Firewall. Sie sehen bereits in der linken Seite angekündigt einige der Vorteile. Einer der Hauptvorteile ist natürlich, dass man in den Code hineinblicken kann, was sich in der Firewall tatsächlich abspielt. Daneben gibt es einen weiteren Vorteil, dass es mit keinerlei Lizenzkosten verbunden ist. Und was Open Sense darüber hinaus auch auszeichnet, ist, dass die Entwicklung vor allem in Europa passiert, in erster Linie in Holland und Deutschland, und Open Sense über ein modernes Design, sowohl was die Optik betrifft, als auch was den technischen Unterbau betrifft, verfügt. Rechts sehen Sie die Liste der mittlerweile doch zahlreichen Open Sense Partner und in diesem Zusammenhang freut es uns besonders, dass wir auch mit der Max IT aus München zusammenarbeiten können und gemeinsam die Open Source Firewall weiter bekannt machen. Bevor Herr Münz auf die Firewall selber eingeht, ein kurzer Überblick, warum wir im Open Sense Umfeld unter anderem aktiv sind. Wir unterstützen zum einen die Entwicklung als Open Sense Partner, indem wir dort auch durch unsere Partnerbeiträge die laufende Entwicklung unterstützen und zum anderen auch speziell angepasste Systeme anbieten, die Sie hier auf der Folie sehen. Im Moment sind dies drei REC-Systeme und rechts sehen Sie den Let's Network Plus, der lüfterlos mit 6 Netzwerkports sich durchaus auch für Office-Situationen eignet. Diese Informationen können Sie natürlich auch im Shop bei uns abrufen und damit bin ich mit der kurzen Einleitung von unserer Seite bereits am Ende und würde dich, Stefanie, bitten, dass du jetzt das Wort und das Bild an Michael Münz übergibst, damit wir jetzt auch die Firewall tatsächlich sehen. So, hallo, mein Name ist Michael Münz. Ich arbeite mittlerweile seit 17 Jahren für die Max IT. Wir sind ein IT-Dienstleister in München mit dem Hauptfokus auf Softwareentwicklung und Managed Services. Und da sind wir stark im Bereich Vernetzung, primär eigentlich mit Cisco, mit Sophos, mit generell Linux. Wir basteln gerne mit Open Source. Und jetzt wollen wir den Fokus mehr auf Open Sense legen. Da haben wir auch schon einiges dafür programmiert, also man kann da sehr einfach Plugins programmieren, um die Firewall-Funktionalität zu erweitern. Da stammt zum Beispiel das Radius-Plugin aus unserem Haus oder auch zum Beispiel der Virenscanner, dass der Web-Traffic auf Viren gefiltert wird oder Postfix für einen SMTP-Relay. Und dann würde ich auch schon starten. Wir sehen hier das Dashboard von der Open Sense Firewall. Ist eigentlich so ein klassisches Design, wie man es auch aus dem Enterprise-Bereich kennt. Also wir haben links
das Menü und rechts den Inhalt. Das wird einem wahrscheinlich sofort geläufig sein, wenn man zum Beispiel mit Sophos, mit Sonic Wall oder auch mit einer Cisco ASA gearbeitet hat. Wir haben, was ganz schick ist, oben rechts ein Suchmenü. Wenn man zum Beispiel nicht weiß, wo man jetzt was findet, da kann man zum Beispiel sagen, wir suchen jetzt Traceroute, dann poppt hier gleich der Link zu dem Tracer drauf, wo man dann seine Diagnosen starten kann oder die IPsec-Konfiguration. Ja, dann geben wir einfach mal IPsec ein und dann wird gleich vorgeschlagen, was man denn da alles konfigurieren kann. Das ist eigentlich ein recht schickes Feature, womit wir auch sehr häufig arbeiten, dass man dann nicht hier viel rumklicken muss. Was man auch machen kann, ist, das Dashboard ist voll anpassbar. Also wenn man die Systeminformationen, wenn das eigentlich interessiert, dann kann man das minimieren und zum Beispiel sich noch das Widget für den Traffic anzeigen lassen. Das erscheint dann hier unten, das können wir dann verschieben, einmal speichern und dann werden hier auch gleich in der Live-Ansicht die Traffic-Daten angezeigt. Ja, also das ist richtig schön anpassbar und erleichtert einem dann auch die tägliche Arbeit mit der Firewall. So, dann ganz kurz hier zur Übersicht. Also das haben wir, hier haben wir das Dashboard. Die wichtigsten Punkte wären so hier die Systemeinstellungen, wenn es um Updates geht, wenn es um die generelle Konfiguration geht, Gateways, Routen. Wir haben hier Interfaces, klar die Firewall, wo die Regeln aktiviert werden, wo NAT konfiguriert wird, Quality of Service. Wir haben den Bereich VPN und Services noch, die ganzen Dienste, die uns hier zur Verfügung steht. Da sieht man auch schon zum Beispiel das Clamav, also den Virenscanner, den kostenlosen. Der erscheint in der Standardinstallation nicht. Den muss man als Plugin hinzuinstallieren. Das geht aber auch mit ein paar Klicks. Ist alles recht einfach. Ich habe es jetzt schon installiert, dass wir da nicht warten müssen, weil die Liste ist recht lang. Und jetzt würde ich auch gleich mal mit dem Absichern anfangen. Das geht los bei der Firewall in den Regeln. Da haben wir einmal Floating Rules. Die Floating Rules gelten für alle Interfaces. Da wäre ich vorsichtig, da kann man zu viel freischalten, also mehr als man eigentlich will. Ansonsten würde ich immer mit den Interfaces arbeiten und da geht es vor allem um Richtungen. Also wenn man jetzt eine Firewall-Regel setzt vom LAN ins Internet, dann ist man hier in den Firewall-Regeln für LAN ganz gut aufgehoben. Und wenn es um die andere Richtung geht, also zum Beispiel ReverseNAT, wenn man jetzt den internen Exchange-Server öffentlich machen will, dann wären das hier diese Warnregeln. So, in der Standardinstallation ist es so, dass es für das WAN keine Regeln gibt. Und das bedeutet, dass am Ende der implizite Drop gilt. Das heißt, von außen nach innen ist alles verboten. Da würde man jetzt meinen, okay, super, da ist ja alles sicher. Aber wir haben die Standard-LAN-Regeln, die da besagen, IPv4 und IPv6 komplett ins Internet alles erlauben. Und heutzutage ist es ja so, dass die meisten Bedrohungen eher von intern kommen. Also man bekommt über eine E-Mail irgendwie Malware oder man fängt sich beim Surfen was ein, klickt da drauf und dann verbindet sich die Malware zu einem Command and Control Server im Internet. Und hier kann man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall die Regeln insoweit eingrenzen, dass wirklich nur das erlaubt ist, was man auch wirklich braucht. Und dass hier nicht die Regelliste 20 Seiten lang ist, gibt es hier Aliases, also Definitionen von bestimmten Objekten. Und da kann man jetzt zum Beispiel sagen, man konzentriert sich zum Beispiel darauf, dass, okay, ich will nur, dass alle meine Clients bestimmte Dienste machen dürfen im Internet. Das könnte man zum Beispiel mit Ports oder mit Diensten machen. Da macht man dann eine Gruppe Ports und kann dann hier die Dienste, die erlaubt sein sollen, hinzufügen. Ich habe jetzt hier einfach mal Port 80443, also HTTPS und HTTP und 53 für DNS gemacht und würde dann hier eine Regel erstellen. Das geht hier unten mit dem Plus, die schon im Default sagt Path, also
die Regel erlauben. Und dann sagt man im Protokoll, am besten TCP-UDP, das ist jetzt natürlich schwierig, weil wir DNS ist ein reines UDP-Protokoll, nicht reines UDP-Protokoll, aber für die Namensauflösung UDP. Wir machen jetzt der Einfachheit halber mal TCP und UDP. Als Quelle können wir dann das LANet angeben. Als Ziel machen wir Any und die Port Range geben wir dann einfach mit Port an. Drücken auf Save und einmal auf Apply. Und dann wäre jetzt für interne Systeme wirklich nur Port 80, Port 443 und 53, also eigentlich reines Surfen nur erlaubt. Jetzt gibt es zum Beispiel Anforderungen, dass verschiedenste Dienste auf eine IP-Adresse erlaubt sein sollen. Und da kann man jetzt sagen, okay, ich habe jetzt noch ein paar Ausnahmen, zum Beispiel zu einer Außenstelle. Da soll doch bitte alles erlaubt sein. Ja? Da können wir dann mit einem Host-Alias, mit einer Gruppe arbeiten. Habe ich auch schon mal eine angelegt. Da wäre dann drin die IP 1234 und 4321. Das sieht dann genauso aus. Wir machen eine LAN-Regel, fügen die hinzu. Da können wir dann Protokoll Any machen, also dass wirklich alles erlaubt ist, also auch Ping oder was es auch alles gibt. Machen wir wieder LAN. Und dann machen wir aber hier die Destination und suchen uns diesen Alias raus. Einmal Save und Apply. Und dann ist von dem LAN-Netz zu diesen Hosts alles erlaubt. So, was kann man noch machen? Ein schönes Feature ist, dass die Firewall sich auch Aliase aus dem Internet ziehen kann. Und da gibt es schöne Listen, die man teilweise kostenlos verwenden kann, auch im kommerziellen Bereich. Das wäre zum Beispiel diese Firehole-Liste. Dort werden die IP-Adressen von zum Beispiel bekannten Spammern oder bekannten Angreifern, werden dort dynamisch gepflegt und ist auch so eine Zusammenfassung von mehreren verschiedenen Listen. Und da kann man sich einen sogenannten URL-Table laden. Ich zeige es mal, ich habe schon eingerichtet. Da gibt man dann den Link an zu diesem Alias und dann kann man auch sagen, wie oft denn diese Datei aktualisiert werden soll. Also hier machen wir einmal am Tag und Stunde 0. Das bedeutet, einmal am Tag wird diese Liste neu geladen und dann ist man auch, ich sag mal, gegen die größten Bedrohungen ist man dann auch geschützt. Ja? Also da stehen dann auch bekannte Commands und Control Server oder wenn Webseiten Viren verteilen, dann ist das auch schon mal geblockt. Muss aber dazu sagen, bitte diese Firewall-Liste, die ist sehr restriktiv, die beinhaltet auch private IP-Adressen. Da sollte man nicht einfach mal schnell diese Liste laden, weil dann doch vielleicht ein paar Sachen nicht mehr funktionieren. Deswegen gibt es auch zum Beispiel von Spamhaus eine Liste, die wäre da oben mit drin. Und die ist nicht so restriktiv, kann man sich auch laden. Der Link steht auch in der offiziellen Dokumentation vom OpenSense drin. Die Links können wir auch im Nachgang, glaube ich, in den Chat reinschreiben. Dann kann die sich jeder noch rauskopieren oder einfach suchen. Da gibt's ganz viele Listen. So, was haben wir noch, um die Firewall zu schützen? Da haben wir das sogenannte Intrusion Detection. In unserem Fall eine Intrusion Prevention. Der Unterschied ist bei Intrusion Detection, dass die Performance besser ist. Die Pakete werden angeschaut und auf bestimmte Signaturen geprüft. Und im IDS-Modus, also Detection, würde dann ein Alert generiert werden, aber das Paket ist dann schon im Netzwerk. Und im Intrusion Prevention-Modus wird dann auch wirklich das Paket gedroppt und der Angriff verhindert. Da gibt es dann ebenfalls hier im Reiter Download diverse Listen, die auch regelmäßig aktualisiert werden. Wenn man hier so einen Schedule einrichtet, das wird dann auch einmal am Tag geladen, ist sehr zu empfehlen. Dazu muss einfach hier nur einmal Enabled geklickt werden. Man kann auch schon mit dem IPS-Modus anfangen.
das LAN-Interface angeben, wo der drauf horchen soll. Man kann auch noch zusätzlich das WAN angeben oder auch nur das WAN. Ich würde es eher aufs LAN erstmal beschränken. Dann hier müssen einfach die Regeln enabled werden, runtergeladen. Hier gibt es einen Button, man kann hier einfach alle mal anklicken und dann sagen Download und Update Rules. Das muss man einmalig machen. Dann sind die aktiv. Und warten wir mal kurz, bis er fertig ist. So, gut, hier sieht man dann auch schon, letztes Update, 10.15 Uhr ist enabled. Auf dem Rules-Tab wären dann die ganzen Regeln zu sehen. Da kann man dann auch sagen, okay, zeig mir mal bitte 100 Regeln an. Und in den Alerts würde man dann sehen, wann hier so ein Match erfolgt ist. Ja, also hier haben wir jetzt zum Beispiel schon so ein False Positive, würde ich jetzt sagen. Da ist die Quelle der Google DNS auf ein internes System. Sowas passiert am Anfang recht häufig. Da sollte man dann die Regeln, wenn das ein False Positive ist, deaktivieren. Und sobald man sich sicher ist, okay, das Log ist jetzt sauber, kann man hier in Download gehen und dann zum Beispiel eine ganze Rubrik markieren und hier einen Input-Filter setzen, dass dann auch wirklich diese Regeln gedroppt werden. Also machen wir hier mal Speichern. Jetzt werden auch wirklich diese Regeln, die in dieser Gruppe sind, gedroppt. Und dann sind wir da auch schon auf einer sicheren Seite. Logfile, ganz klar. Kann man noch sich das Log anzeigen lassen von dem Suricata. Gut, das ist jetzt hier eine frische Installation, da ist nichts zu sehen. Und der nächste große Punkt wäre der Webproxy. Wir haben jetzt eingestellt, dass Port 443 und Port 80 geblockt ist, erlaubt ist. Und was wir jetzt machen können, ist den Proxy aktivieren, der den Web-Traffic auf Viren scannt. Da ist so im Standardmodus, muss man eigentlich hier nur auf Enable drücken. Wir haben dann auch hier noch ein paar Untermenüs, die sind eigentlich eher unwichtig. Wichtig wäre dann hier noch, wenn man das wirklich machen will, einen transparenten Modus einzutragen, dann muss man auf den Clients, die Clients nicht umkonfigurieren, dass die einen Proxy verwenden. Und dann werden die ganzen Web-Requests an den Proxy weitergeleitet und erstmal in diesem Modus nur gecached. Da haben wir jetzt noch die Option, das auch für SSL-Seiten zu machen. Da wäre dann wichtig zu beachten, dass wir ein Zertifikat, ein selbstgeneriertes Zertifikat auf der Firewall einrichten und das auch an die Clients verteilt werden muss, damit die nicht immer eine Warnung bekommen. Die man ja dann immer ganz gern wegklickt, aber wenn man es dann für jede Seite macht, wird es ein bisschen anstrengend. So, wenn wir das jetzt noch weiter schützen wollen, brauchen wir zwei Plugins. Das ist einmal dieses CICAP-Plugin. Das ist eigentlich nur dazu da, um eine bestimmte Aktion auszuführen, die von dem Proxy weitergereicht wird. Ja, wenn wir das Plugin installieren, sind diese ganzen Werte alle schon Default. Also die Werte sind wirklich so gesetzt, dass man da eigentlich nicht viel machen muss. Ja, das ist so Best Practice. Das Einzige, was nicht ist, ist, dass hier der Haken draußen ist. Ja, das bedeutet, wir setzen hier einmal den Haken und haben hier noch den Reiter für Antivirus. Den müssen wir dann auch anhaken und dann können wir hier auch noch sagen, welche Files wir denn überhaupt gescannt haben wollen. Ja, da sind auch alle mit drin, einfach, dass man da auf der sicheren Seite ist. Und zusätzlich braucht man das ClamAV-Plugin. Das ist ein kostenloser Virenscanner. Der ist so in der Open-Source-Szene eigentlich gesetzt. Er ist nicht der beste, aber es ist auf jeden Fall ein freier Virenscanner, der auch gepflegt wird. So, jetzt kann man sich fragen, wieso haben wir da ein eigenes Plugin und wieso ist das beim Proxy nicht dabei? Das ist ganz einfach, dass wir hier einen modularen Aufbau haben. Wenn wir jetzt ClamAV als ein eigenes Plugin haben,
können wir auch sagen, okay, wir machen jetzt in Zukunft ein Plugin XY, das auch den Virenscanner braucht, und dann können wir das an ein eigenes Plugin andocken. Wäre das in dem Proxy mit drin, haben wir keine schöne Struktur. Und deswegen haben wir ein eigenes Plugin daraus gemacht, also das stammt auch aus unserem Hause, damit wir mehrere Plugins, damit auch andere Plugins darauf zugreifen können. Wie jetzt zum Beispiel das ganz neue, der AskBMD, also der Anti-Spam-Service für das Postfix-Plugin. Ja, also wenn man jetzt die Firewall als Mail-Relay betreiben will, kann man sich auch noch das AskBMD-Plugin installieren und das kann dann auch auf den Clamor V zugreifen. Ja, dann haben wir schon zwei Dienste, die darauf zugreifen und auf Viren scannen. Hier ist es genauso, alle Werte sind hier schon gesetzt, bis auf eben, dass der Dienst aktiviert wird, den dann einfach anklicken und einmal safen und dann sollte das Ding rennen. Genau, jetzt muss man nur noch sagen, dass der Proxy den Virenscanner auch verwenden soll. Das ist im Standard nicht aktiv, weil eben auch diese Plugins nicht drauf sind. Und da gehen wir hier im Webproxy unter Administration und dann haben wir im Forward-Proxy die ICAP-Settings und dieser Wert passt auch, der steht auch schon von vornherein drin, nur eben wieder nicht der Haken drin, einmal den Haken setzen auf Apply und dann kann es auch schon losgehen. Gut, was haben wir noch? Die Listen, die wir uns für die Firewall laden können, die kann man sich auch für den Proxy laden. Da gibt es auch wieder kommerzielle Listen und es gibt noch ein paar Listen, die frei sind. Wir haben jetzt, free to use wäre jetzt zum Beispiel hier auf squidblacklist.org die Werbeliste und noch eine Malicious-Liste, wo wir dann einfach noch Werbung ausblenden können. Ja. Ist ganz schick, muss jetzt im Business-Bereich ist das eher unwichtig. Wir haben noch die Schallerliste, die muss man bezahlen. Und die würde man jetzt hier eintragen. Also wird auch regelmäßig aktualisiert. Und dort haben wir dann auch noch sogar Kategorien, wo wir sagen können, okay, wir wollen jetzt keine Webseiten, die mit Alkohol oder Hacking oder was zu tun haben. Ja. Ich kann jetzt aber auch sagen, gut, hier, ich stehe auf die super Dating-Seiten, also nehme ich das raus, drücke einmal auf Save und dann sind diese Kategorien auch noch erlaubt. Das wären so die wichtigsten Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte, um die Firewall sicherer zu machen, als sie eh schon ist. Und jetzt würde ich noch ein paar Plugins erwähnen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Zum Beispiel das FreeRadius-Plugin. Das FreeRadius-Plugin würde jetzt die Firewall nicht sicherer machen, aber man kann zum Beispiel sein Netzwerk sicherer machen. Ja? Wenn man jetzt Access Points hat, dann hat man vielleicht schon mal gesehen, die unterstützen 802.1x oder besser geläufig als WPA2 Enterprise. Damit erlaubt man dem WLAN eine Anmeldung mit Username und Passwort. Das ist auch schon mal wesentlich sicherer als einfach nur WPA2 mit einem Pre-Shared Key. Dazu braucht man den Radioserver. Und wenn der hier bei der Firewall kostenlos mitgeliefert wird, dann kann man das eigentlich auch schon mitnehmen, würde ich sagen. Ja? Da kann man jetzt viele Sachen machen. Was für uns dann wichtig wäre, wäre natürlich den zu enablen. Der ist jetzt hier noch nicht konfiguriert. Die anderen Punkte sind nicht so wichtig. Und was man dann anlegt, wäre ein Client, das wäre dann der Access Point. Da gibt man dann hier einen Namen an, die IP-Adresse und ein Shared Secret. Dasselbe muss man auf dem Access Point machen. Und dann kann man hier auch schon seine User pflegen. Ja? Username Test 1, Passwort Test 1. Und dann kann man sich auch schon mit Username und Passwort am Netzwerk anmelden. Also würde das Netzwerk sicherer machen. Was haben wir noch? Wir haben, wie angesprochen, das Postfix-Plugin, wo man mit dem AskBMD die Mails auf Viren scannen kann. Was gibt es noch? Wir hätten noch hier Monitoring, zum Beispiel Telegraph. Ist sehr technisch, um sich die Statistiken und Grafiken
Statistiken an den Telegra, an eine InfluxDB zu schicken und die ganzen Metriken auszuwerten. Noch zum Ausblick, wie es bei OpenSense weitergeht. Der Fokus liegt ganz stark auf der API, dass man die Firewall nicht nur über die GUI steuern kann, sondern auch über Command Line oder eigene entwickelte Applikationen. Das wiederum würde dann ein zentrales Management erlauben. Das ist noch so ein großer Punkt, der im Businessbereich, der für den Businessbereich schon wichtig wäre, was aber eben aufgrund noch nicht vollständiger API realisierbar ist. Da wird jetzt dran gearbeitet, vor allem für die Aliase und für die Firewall-Regeln eine API zu schreiben, und das ermöglicht dann auch ein zentrales Management. Was auch im Gespräch ist, ist eine Business Edition. All dieweil OpenSense alle 1 bis 2 Wochen Update rausbringt. Und es ist ja gern so, dass wenn man ein kritisches System hat, dann will man nicht gleich der Erste sein, der ein Update einspielt. Und dann wartet man auch gern mal eine Woche und schaut mal so im Forum nach, ob da irgendwelche bekannten Fehler jetzt sind, dass irgendein Dienst nicht startet, und dann kommt auch schon das nächste Update. Ja. Und da ist eine Business Edition im Gespräch. Mal schauen, ob die noch kommt. Wäre für kritische Systeme nicht verkehrt, sage ich jetzt mal. Und unsererseits planen wir noch ein neues Plugin. Das wäre eine WAF, eine Web Application Firewall, um, ich sag mal so, das ganze System ein bisschen abzurunden. Ja, also wir haben jetzt eigentlich im UTM-Bereich fast alle Features, die wir abdecken können. Also wir haben den Mail-Bereich, wir haben den Surf-Bereich, und was jetzt noch fehlt, wäre eine richtige WAF als Reverse-Proxy. Da gibt es momentan das HA-Proxy-Plugin, aber da werden keine Angriffe erkannt auf Signaturbasis, und das planen wir mit Nginx und mit Mod Security. Das machen wir jetzt schon bereits sehr erfolgreich auf selbstinstalliertem Linux, um da unsere internen Webseiten zu schützen. Ja, auch zum Beispiel jetzt den Exchange-Server. Genau, damit wäre ich auch schon am Ende. Würde jetzt mal wieder das Wort zurückgeben, und gibt es Fragen soweit? Sind schon einige Fragen reingekommen. Ich glaube, die erste Frage, die ist eher was für einen Werner. Vielleicht, Werner, könntest du dich kurz dazuschalten? Ja, sehr gerne. Und zwar, aus welchem Grund erfolgte bei Thomas Krenn der Wechsel von PFSense zu OpenSense? Ja, das ist eine gute Frage. Einige von Ihnen haben bereits bemerkt, dass sie in der Vergangenheit auch PFSense bei uns getestet haben. Es hat mehrere Gründe gehabt, warum wir jetzt auf OpenSense hinübergewechselt sind. Es ist so, dass wir mit OpenSense die Möglichkeit haben, aktiv in die Entwicklung auch mit beizutragen. Es wird ja eine sehr offene Community gelebt von allen Entwicklern, sowohl aus Holland als auch jene aus Deutschland. Also der Michael Münzhams ist ja einer der Mitentwickler, vor allem was die Plugins betrifft, wie Sie ja gesehen haben. Es wird auf GitHub öffentlich weiterentwickelt, man kann dort sehr leicht teilhaben, und wir haben in den letzten Jahren und Monaten einfach immer mehr bemerkt, dass bei PFSense die Bestrebung eher war, das immer mehr abzuschotten. Also es war so, dass es teilweise dann nicht immer den Open Source Code aktuell auf GitHub tatsächlich öffentlich gegeben hat. Und auch was die ganze Community betrifft, die Möglichkeiten, dass man beiträgt, dass man sich einbringt, sind bei OpenSense ja weitaus umfangreicher. Und was ich auch sonst noch empfehlen kann, wenn man einfach mal googelt nach OpenSense versus PFSense, dann bekommt man auch einige Informationen, was zur Abspaltung von OpenSense geführt hat. Aus unserer Sicht ist vor allem das moderne Design sehr wichtig und die laufende Weiterentwicklung und auch die Offenheit von der Firma DCISO, die auch hinter dem Projekt steht aus Holland, was Partnermöglichkeiten betrifft. Und da freut es uns, dass wir gemeinsam mit der Max IT und anderen da die Entwicklung weiter vorantreiben können.
Und ja, ich weiß nicht, Michael, möchtest du auch noch was dazu sagen? Also zu dem Wechsel kann ich nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass das Framework, auf dem OpenSense basiert, es einem sehr einfach macht, Plugins zu schreiben. Also ich bin selbst kein Entwickler. Ich kann so ein bisschen Scripting, if, else, then, und das reicht dann auch schon. Ja, also man kann sich da ein Plugin nehmen, man kann den Code kopieren und das Einzige, was man tun muss, sind ein paar XML-Daten zu ändern und im Templating, also mit welchen Werten dann wie dieses Config-File ausschauen soll, da muss man dann ein paar if, else, for, loops einbauen und das war's auch schon. Also das ist, man kann da wirklich, also man hat alle Möglichkeiten. Ja, es gibt zum Beispiel ein Asterisk-Paket, ja, also eine Telefonanlage. Ja, da kann man jetzt hergehen und sich einfach ein Asterisk-Plugin schreiben und dann kann man auf seiner Firewall noch die Telefonanlage betreiben. Also wir haben auch zum Beispiel für jemanden aus der Community haben wir dieses Ziproxy-Plugin geschrieben. Also wir haben eigentlich gar keine Ahnung davon. Und dann habe ich ihm gesagt, du pass auf, ich mache dir ein Plugin, das ist kein Problem, du musst mir nur sagen, wie man den Dienst konfiguriert, dass man die Config-Dateien hat. Und dann hat er mir eine Anleitung geschrieben und dann Copy und Paste, die Werte anpassen und ein bisschen Testing und jetzt kann jeder dieses Plugin-Programm verwenden. Ja? Und genauso geht es dann auch mit Asterisk. Man kann auch die ganze Firewall nehmen und sich diese Werte hier ausblenden lassen und nur Asterisk reinmachen und dann kann man da noch sein Logo draufsetzen und den Quelltext wegschließen und dann kann man das als seine eigene Telefonanlage verkaufen. So offen ist diese Lizenz von dem OpenSense, ja, und das spricht halt für sich, sage ich jetzt mal, ja. Mein Statement dazu. Okay, dann würde ich die nächste Frage vorlesen und zwar, wir müssen unsere aktuelle Firewall WatchGuard ablösen. Bisher war eine neue Lösung von WatchGuard im Gespräch. Als Alternative würde ich der Geschäftsführung gerne OpenSense vorstellen. Gibt es hier gegebenenfalls Referenzkunden, die man einbinden kann? Wie sieht es mit professionellem Support in Deutschland aus? Professionellen Support würden wir auch anbieten. Wir sind da sehr stark, wie gesagt, im Bereich Vernetzung. Wir bieten da Managed Services an. Allerdings jetzt nicht im Bereich Consulting, wo wir jetzt mal einmal eine Firewall installieren. Das ist nicht unser Kernbereich. Aber wenn Sie jetzt professionellen Support brauchen, dauerhaft, dann würden wir das anbieten. Für Einmalsachen, da gehen Sie am besten zum Hersteller, bei Deciso, da können Sie Support-Kontingente einkaufen und die würden dann diese Sachen mit Ihnen zusammen angehen. Also die sind auch super, die sind da super fit und die helfen da auch gerne. Ich weiß nicht, welche Features Sie von der WatchGuard alle verwenden. Es gibt ja noch UTMs, die eine eigene WLAN-Verwaltung haben, wo Sie dann zum Beispiel bei Sophos, wenn Sie da jetzt natürlich WatchGuard-Access-Points haben, ich kenne WatchGuard nicht so gut, dann wird es ein bisschen schwierig. Ansonsten würde ich sagen, so die großen Features, die kann die OpenSense alle abdecken. Genau, was man vielleicht noch dazu sagen kann zu diesen großen Features, weil Michael, du auch die IPS-Lösung gezeigt hast, bei solchen Dingen macht es durchaus auch Sinn zu gucken, okay, oder vorab zu klären, welche Funktionen möchte ich nutzen. Dort können Sie auch gern unseren Vertrieb kontaktieren, die auch die Fragen dann an uns weiterleiten, speziell bei exzessiver Nutzung, also beispielsweise auch diese IPS-Nutzung, macht es Sinn, das durchaus abzuklären, was am besten geeignet ist, damit das Ganze dann auch wie gewünscht danach funktioniert. Die grundsätzliche Hardware-Funktionalität haben wir mit abgetestet, auch sehr intensiv mit abgetestet. Gerade bei IPS macht es jedoch Sinn, auch das noch nachzuschauen, was da am besten dann auch von der Performance und von den Möglichkeiten her passt. Okay, dann zur nächsten Frage. Kann man die PFSense-Konfiguration importieren? Das ging bis Version 2.1. Ich habe immer wieder mal im Chat gelesen, dass es wohl teilweise geht für die alten Parameter. Für
für einen Plugin, was jetzt zum Beispiel auf der pfSense geschrieben ist und es auf der OpenSense nicht gibt, da geht das natürlich nicht. Ich habe es aber selbst noch nicht getestet. Es soll wohl gehen, ich würde eher davon abraten und das einmal frisch neu machen. Ist ein bisschen Arbeit, vor allem was die Aliase betrifft. Wenn man da große Regelsätze pflegt, das sollte man auf jeden Fall vorher testen. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht gemacht. Wir haben zwar ein paar pfSense hier im Einsatz, aber die machen ihren Dienst und werden auch erstmal nicht auf OpenSense integriert. Dann zur nächsten Frage. OpenSense verwendet das von OpenBSD übernommene PF-Regelwerk, das auch Traffic Shaping beinhaltet. Aus welchem Grund wird das Traffic Shaping noch der FreeBSD-Vorläufer IPFW verwendet? Aus welchem Grund? Weil es der aktuelle Standard ist. Ganz einfach. Das ist die aktuelle Lösung für Traffic Shaping ist IPFW und wird auch aktuell gepflegt. Wir haben es bei pfSense zum Beispiel, die verwenden noch den alten Mechanismus, diesen Alt-Q, und der wird auch nicht weiter gepflegt eigentlich. Also da muss dann pfSense immer nacharbeiten. Ja? Und bei OpenSense ist es so, die richten sich ganz stark an FreeBSD, an den Standard, um gerade bei der Portierung von den Hauptsystemen oder beziehungsweise von den Diensten nicht noch mehr Arbeit zu haben. Ja? Deswegen wird IPFW verwendet, was jetzt an sich aber doch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Dann die nächste Frage. Gibt es eine Dokumentation für IPsec Road Vario mit Windows als Client? Ja, die gibt es. Das müsste auch in der offiziellen Dokumentation drin sein. Einfach unter docs.opensense.org. Da ist die offizielle Dokumentation drin von OpenSense, die auch auf GitHub verfügbar ist. Also jeder kann sich da auch anschließen. Also es ist eine super Community. Wenn jemand die Doku liest und sagt, okay, auf Seite 1 ist ein Fehler drin, dann kann man das selbst fixen und den Request einreichen, dann wird das aktualisiert. Und das ist auch mit dokumentiert, ja. Dann die nächste Frage. Ist es möglich, eingehende Files anhand des MIME-Typs direkt zu löschen? Eingehende Files zu löschen für den Proxy? Anhand des MIME-Typs, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass es... Sieht man meinen Bildschirm noch? Ja, den sieht man. Ja, super. Schauen wir mal hier in den Advanced-Bereich. Da gibt es Access Control Lists. Block Specific Mime Type Reply. Ja, da kann man das eintragen. Dann, ja. Okay, dann zur nächsten Frage. Wäre OpenSense in der Verwendung als zentrales VPN-Gateway für IPsec und OpenVPN als Product Ready einzustufen? Ja, natürlich. Das machen wir auch schon im größeren Bereich. Also wir haben einen Kunden im Industriebereich, in der Seilfertigung, die haben eine Zentrale, da haben die eine OpenSense stehen und die haben Produktionsstätten. Da stehen auch OpenSense als Client drin und die sind vernetzt über OpenVPN, Side-to-Side-VPN. Das geht auch super mit Multivan, also das ist richtig gut. Da haben wir die Zentrale mit zwei Internetanbindungen und wir haben den Standort mit zwei Internetanbindungen. Und egal, welche Leitung ausfällt, es wird dynamisch der Tunnel neu aufgebaut, ohne großartige Unterbrechungen. Ich glaube, der Timeout sind so bis zu 2 Minuten und dann läuft es ohne einen Eingriff. Und IPsec sowieso. Also ich muss nochmal darauf hinweisen, OpenSense ist nur die GUI, die die ganzen Dienste steuert. Und die Dienste,
Die sind eigentlich überall gleich. Also der IPsec-Dienst auf der OpenSense ist zum Beispiel auch der gleiche IPsec-Dienst, wie Sie ihn bei der Sophos Firewall haben. Also von der Stabilität ist es gleich, nur Sie haben einfach eine andere Oberfläche, die diese Konfiguration für den Dienst generiert. Also von meiner Seite ein ganz klares Ja für IPsec und OpenVPN ist das System stabil. Okay, muss bei den Firewall-Regeln eine bestimmte Reihenfolge der Regeln beachtet werden? Ja, muss. Wie zum Beispiel auch bei Linux oder bei fast allen Firewalls geht es von oben nach unten. Das bedeutet also, das haben wir jetzt hier falsch gemacht. Ja, ich habe ja hier die Regel angelegt und die wäre jetzt unter dem LAN Accept. Das ist natürlich falsch. Die müsste man dann verschieben. Und zwar klickt man dann hier die Regel an und setzt den Pfeil und der Pfeil besagt Move Selected Rules Before This Rule und dann wäre die da drüber. Ja? Gut, jetzt ist es noch auf Accept, das müsste man dann auch abschalten. Also es geht von oben nach unten. Hier wäre die Reihenfolge richtig. Wir haben erst die Blackliste, die dann besagt, von LAN zur Blackliste alles droppen und dann unsere Accepts. Also ja, es geht von oben nach unten, man muss die Sortierung auf jeden Fall beachten. Die nächste Frage, gibt es bei OpenSense Sync-Mechanismen zwischen einer Active Standby-Konfiguration und einer redundanten Verwendung? Ja, genau, die gibt es. Und zwar haben wir hier den High Availability-Modus. Dort werden die States, die Firewall-States synchronisiert. Dort kann man die Konfiguration von diversen Diensten synchronisieren lassen, dass man nicht alles doppelt pflegen muss. Das macht nicht bei jedem Dienst Sinn. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt dynamisches Routing haben und beide Firewalls dann aktiv werden, da wird es jetzt keinen Sinn machen. Aber Firewall-Regeln, Zertifikate, User-Verwaltung etc. wird alles synchronisiert. Das stellt man hier ein und dann kann man unter Firewall Virtual IPs, ich zeige es einfach mal, legt man hier, das heißt CARP, der Modus, ja, das ist der High Availability Modus, ist so wie bei Cisco HSRP oder VRRP, so ähnlich funktioniert der auch und dort kann man dann diese IPs anlegen, also wenn wir jetzt eine redundante IP fürs LAN machen, sagen wir hier das Interface LAN, legen hier die Adresse ein, also zum Beispiel 10.10.10.1. Dann gibt es noch ein Passwort und da wird dann die Gruppe ausgewählt und hinzufügen und dann wird auch der Status an die zweite Firewall synchronisiert. Die ist dann auch eingerichtet und dann haben wir immer einen Master und einen Slave. Kann man dann hier im Status überwachen, ist jetzt nicht konfiguriert, aber hier würde man dann sehen, okay, wir haben die Virtual IP und ich bin hier Master. Und wenn man dann zum Beispiel ein Update macht, dann kann man sagen, disable CARP temporarily, dann schwenkt er den Modus auf die Backup-Maschine und dann kann man das Hauptsystem aktualisieren und dann wieder zurückschalten. Die nächste Frage zum Thema Redundanz. Ich kenne CARP und XML-RPC von pfSense her. Wie funktioniert das hier? Genauso. Die OpenSense ist ja ein Fork von pfSense und an dem Code wurde nichts geändert. Das ist identisch. Okay, dann gleich zur nächsten Frage. Kann man einen Honeypot-Server mit der Firewall verbinden, dass sobald dort ein Zugriff Port-Scan erfolgt, die IP gesperrt wird? Nein, ist mir nicht bekannt. Okay, die nächste. Was ist der Vorteil von OpenSense im Gegensatz zu pfSense? Der Vorteil, das hatte ich schon erwähnt, das ist immer für jeden selbst. Man muss das für sich selbst entscheiden. Also pfSense ist nicht schlecht. Wir verwenden es auch. Aber ich finde es toll, dass ich selbst mitentwickeln kann. Und ich kenne auch den Hauptentwickler. Den habe ich letztes Jahr auf der ITSA in Nürnberg getroffen und das ist ein super Typ. Und mit dem kann man reden und kann sagen, du, pass auf, ich hätte gern dieses und jenes Feature, das macht doch Sinn. Und entweder programmiert er es selber, wenn es schnell geht, oder sagt, du, pass auf,
du kannst es so und so und so programmieren. Versuch's mal, ich helfe dabei. Also ich lade hier auch jeden herzlich ein, sich da anzuschließen. Wer selbst Plugins programmieren mag, der kommt gerne ins Forum, der kommt gerne auf GitHub. Ich habe auch ein paar Guides geschrieben, wie ein Nichtentwickler auch Plugins programmieren kann. Und jeder ist da herzlich eingeladen, mitzumachen. Das gibt es bei pfSense nicht. Da wird es einem eher schwer gemacht, mitzuprogrammieren. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, nee, wir gehen den Weg mit OpenSense. Die nächste Frage, eine Frage zu den Firewall-Regeln. Die Firewall-Regeln waren vorher nur auf dem LAN-Interface gesetzt, zum Beispiel DNS, HTTPS und so weiter, aber nicht auf der WAN-Seite. Bedeutet dies, dass sich die Firewall automatisch im SPI, Stateful Packet Inspection Modus, befindet? Richtig, genau. Die Firewall merkt sich den Status der TCP-Verbindung. Oder auch UDP-Verbindung, die merkt sich den Status und dementsprechend ist das Rückpaket immer erlaubt. Ansonsten würde man ja verrückt werden, wenn man jetzt für jede Regel eine Regel auf dem LAN und auf dem WAN einrichten muss. Man könnte das abschalten, dass es nicht mehr stateful ist, aber da gibt es auch keinen Grund dafür. Also höchstens, wenn man jetzt ein asymmetrisches Routing hat oder so, dann würde man das stateful deaktivieren. Aber ja, es ist prinzipiell ist es aktiv und das macht auch so am meisten Sinn. Okay, ist der Backup so wie bei pfSense rein XML basiert und gibt es dort andere Remote-Backup-Mechanismen wie bei pfSense? Es gibt, der Backup-Modus ist der gleiche, im Sinne von, man kann hier auf Configuration gehen, Backups und sich die Datei laden. Was auch jetzt gerade in der Entwicklung ist, oder was noch identisch ist zu pfSense, ist das Backup auf Google Drive. Haha, das ist jetzt nicht so schick im Business-Bereich, aber es gibt gerade zwei Pull-Requests für die Integration eines SCP-Backups, dass man über SSH die Konfiguration synchronisieren kann. Und der Fabian Franz, der hat auch noch ein Plugin geschrieben, was auch in der Entwicklung ist, für Nextcloud, dass man die Konfiguration auf Nextcloud schicken kann, über WebDAV. Also da ist, momentan ist im Stable-Bereich eben der manuelle Download und Google Drive, aber da ist was im Kommen, ist gerade aktiv in der Entwicklung. Inwieweit wird QoS unterstützt, insbesondere wenn es um Klassifizierung von Traffic geht? Das können wir hier zeigen. Wo sind wir denn hier? Wir haben hier den Traffic Shaper. Da konfiguriert man sogenannte Pipes, also Rohre, in denen man eine bestimmte Bandbreite definiert. Zum Beispiel hier 300 Mbit. Man kann den Mechanismus, den Quality of Service Mechanismus, also den Scheduler, kann man festlegen. Was ja momentan sehr gehypt wird, ist Flow Queue Coddle, wo gerade im VoIP-Bereich oder im Gaming-Bereich, wo Buffer-Bloats vermieden werden, da klickt man das sich einfach zusammen und hat hier schon mal eine Pipe mit 300 Mbit. Und dann kann man hier in den Regeln sagen, welcher Traffic denn in diese Pipe rein soll. Ja, da haben wir dann, können wir hier sagen, der Traffic, der matcht, und das wäre dann eben Source IP, Destination IP, man kann den Service noch mit angeben und das Protokoll kann man noch mit angeben. Also jetzt auf die Frage bezogen wäre das Protokoll und Source und Destination. Okay, die nächste Frage wäre eine OpenSense für eine Konfiguration mit einer echten DMZ mit zwei Stage Firewalls. LAN, DMZ, WAN einsetzbar? Stage Firewall. Ich sag mal ja.
Aber das ist, glaube ich, ein Marketingbegriff, der mir jetzt so nicht sagt. Auf jeden Fall, klar, LAN waren DMZ, auch gesteckte Firewalls, kein Problem, gerne auch in der Mischung mit kommerziellen Produkten. Also würde ich jetzt mal ja sagen, wobei ich mir bei dem Begriff nicht sicher bin, ob der noch irgendeinen Hintergrund hat, aber prinzipiell ja. Die nächste Frage ist, ein automatisches Firmware-Update von OpenSense okay? Ja, da gibt es auch einen Cronjob, bei dem man das täglich prüfen kann. Und das ist gerade die Updates funktionieren recht gut. Also man liest immer wieder, dass die Leute eigentlich so begeistert von dem Produkt sind, weil die Updates so gut funktionieren. Könnte man jetzt implizieren, dass es bei PFSense nicht so war? Da habe ich keine Meinung dazu. Ist der Einsatz auch als VM möglich, beziehungsweise wird dies empfohlen? Wenn ja, ist die hardware-unterstützte Verschlüsselung bei VPNs möglich und sinnvoll? Virtuelle Firewalls, ja. Kann man gerne machen, funktioniert ganz gut. Es gibt ein Problem bei der Performance in KVM-Umgebungen. Da muss der E1000-Treiber verwendet werden und der ist nicht so performant. Aber funktioniert super, haben wir auch für ein paar Kunden im Einsatz, die eine zentrale Firewall haben und dann ihre Systeme dahinter, also zum Beispiel einen Terminal-Server und einen File-Server, die laufen dann bei uns im Rechenzentrum und in den Standorten haben die dann alles Mögliche, eine Sophos oder eine ASA oder nur ein Cisco-Router oder auch OpenVPN. Ja? Also das funktioniert gut und Hyper-V funktioniert auch, eigentlich alle gängigen Virtualisierungslösungen. Dann ist eine Frage, könnten Sie die HA-Proxy-Konfiguration zeigen? Die HA-Proxy-Konfiguration, oh je, die zeige ich Ihnen gerne, die ist aber sehr komplex. Habe ich den installiert? Nein, habe ich nicht installiert. Dann können wir den gleich mal installieren. Firmware, Plugins. Der Maintainer von dem Plugin ist übrigens auch ein Münchner. Der arbeitet auch gar nicht so weit von hier. Ist aber, also HA-Proxy muss man mögen. Das kann recht viel, kann man aber auch recht viel falsch machen. So, jetzt haben wir es installiert. Laden wir mal einmal neu. Services. HA-Proxy. So, und im Dezember wurde das Plugin neu geschrieben, dass jetzt auch wirklich hier in jeder Konfiguration erstmal eine Hilfe geschrieben wird, weil das Plugin doch schon recht mächtig ist und da sehr viele Fragen im Forum und im Chat aufgekommen sind. Da konfiguriert man klar die Real Server, also die IP, die extern, oder Moment, ich gehe die Richtung falsch an. Erstmal konfiguriert man die Backends, also die Server, wo das eigentlich drauf läuft. Und da kann man eben auch einen Pool machen, also wenn man jetzt mehrere Backend-Server hat, dass das darauf gebalanced wird. Und dann die Haupt-IPs dazu, kann man sich hier mal anschauen. Also es ist wirklich sehr komplex. Wir machen mal den Advanced Mode weg, dann sieht es ein bisschen einfacher aus. Ja? Da kann man das konfigurieren. Aber also ich kann jetzt nicht erklären, wie das Plugin funktioniert. Also es ist wirklich komplex. Man kann hier auch verschiedene Regeln und Bedingungen machen, dass zum Beispiel HTTP auf HTTPS umgeleitet wird oder auf verschiedene Ports umgeleitet wird oder diverse Konditionen. Also wir haben es für einen Kunden im Einsatz, der hat im Backend eine Applikation, die keine Passwortauthentifizierung unterstützt und die wollen ihren Dienst nicht public im Netz haben. Und dann haben wir im HA-Proxy
eine Passwort-Authentifizierung aktiviert. Habe ich auch ein kleines How-To im Open Sense Forum geschrieben. Kann man mal in der How-To-Section schauen. Ist nicht so schwer, aber man muss sich mit dem HA-Proxy-Plugin schon ein bisschen auseinandersetzen. Dann die nächste Frage. Können mehrere interne VLANs und über den Paketfilter geroutet werden, auch mit IDS, IPS? Ja, geht. Gleich zur nächsten. Ich sehe gerade einen Plugin für einen Relate Load Balancer. Ist doch auch SSL Interception damit möglich? Weiß ich nicht. Verwende ich nicht. Der wird gerade neu geschrieben. Der Relay Daemon, ich habe ihn aber noch nie verwendet, weil er für uns nicht in Frage kommt. Also wir verwenden eigentlich an sich für solche Geschichten eben Nginx. Auf der OpenSense machen wir das mit dem HA-Proxy. Ich habe mit dem Relay die ehrlich gesagt noch nichts zu tun gehabt. Kann man aber bestimmt leicht erfragen. Da würde ich ins Forum gehen und mal fragen. Ich habe nur, was ich mitbekommen habe, ist, dass das Plugin neu geschrieben wird. Das ist noch ein Legacy-Plugin von pfSense und es wird derzeit entwickelt auf das neue Framework, dass es dann auch eine API hat. Aber ob das SSL Inspection kann, Interception, keine Ahnung. Dann gleich die nächste Frage. Gibt es eine Möglichkeit, eine pfSense-Installation einfach nach OpenSense zu migrieren? Ich würde davon abraten. Ich würde davon abraten, ich würde alles frisch machen. Das ist jetzt bei den, wie vorhin schon gesagt, bei Alias und Firewall-Regeln ein bisschen viel Arbeit. Aber das ist auch immer ein ganz guter Grund, mal aufzuräumen mit gerade mit so altem Regelwerk. Da staut sich doch schon viel an. Ich würde es nicht empfehlen. Ich würde es nicht machen. Okay, können Sie noch etwas zum Einbruchserkennungssystem sagen? Es kostet enorm Performance und ist kompliziert zu konfigurieren. Das ist leider so. Es kostet eigentlich gar nicht so viel Performance. OpenSense verwendet Suricata und nicht Snort. Der Vorteil davon ist, dass es Multithreading-fähig ist. Also wir haben hier eigentlich schon eine sehr gute Performance. Und der Blocking-Mode, also der IPS-Modus, funktioniert auch inline. Also es wird nicht wie bei pfSense zum Beispiel dann eine Firewall-Regel erstellt, die dann das Paket blockt, sondern das macht die Anwendung selbst. Also Suricata ist da eigentlich schon recht performant. Ich würde mal nicht sagen, dass das so viele Ressourcen frisst. Klar, wenn Sie jetzt im Gigabit-Bereich sind oder im 10-Gigabit-Bereich, dann, also da muss man dann schon abwägen. Ja. Aber wenn Sie jetzt so im 100, 200, 300, 400, 500 Mbit-Bereich sind, das schaffen eigentlich so größere Firewalls, machen das locker mit. Dass das schwierig zu bedienen ist, das ist leider so. Also wir haben halt die Regeln, die jetzt da zur Verfügung stehen, wir haben da die automatischen Updates, aber je sicherer die Firewall sein soll, desto mehr Pflege braucht sie auch. Das ist leider so. Worauf muss man achten beim Einrichten? Gibt es brauchbare Tipps? Brauchbare Tipps. Ich hoffe, Sie haben alle brauchbare Tipps von mir bekommen. Ich würde mal sagen, an sich ist die Standardinstallation sehr sicher, sehr einfach. Da gibt es einen Wizard, wenn man das Gerät frisch installiert hat, der einen so durch die Grundkonfiguration führt. Ansonsten die Sachen beachten, die ich gesagt habe, und dann ist man da auf der sicheren Seite. Ansonsten gibt es die Dokumentation, wie gesagt, die ist gut, die ist sehr ausführlich und die ist seit der Version 18.1 auch Open Source. Also wie gesagt, da kann dann auch jeder sich beteiligen an der Entwicklung und Dokumentation. Die nächste Frage, die Thematik mit den Updates spricht aber dann deutlich gegen einen derzeitigen Business-Einsatz, oder? Nein, spricht nicht.
weil die Updates an sich ja funktionieren. Und das sind ja auch oft nicht kritische Updates. Also man muss dann sich auch die Changelogs anschauen und sehen, okay, ist jetzt da ein kritisches Update dabei oder sind es jetzt nur Feature-Erweiterungen? Wir haben bei OpenSense nicht das Modell, dass mit den Major Releases, also alle 6 Monate, die ganzen Features kommen, sondern es kommen auch in den Zwischenreleases Features rein. Da gibt es im Forum gerade eine aktuelle Diskussion, ob man davon weggehen soll. Da gibt es ein Für und Wider. Geschmackssache. Ich bin da eigentlich dafür, dass das sehr rund läuft. Und gerade wenn man jetzt das im Business-Bereich einsetzt, hat man ja eh 2 Systeme, also HA geschützt. Und dann macht man das Update auf System 1, macht es zum Primärsystem und dann kann man auch gut mal gern das so 1-2 Tage weiterlaufen lassen. Und wenn das gut läuft, dann wird die 2. Unit aktualisiert und dann ist es durch. Und wenn nicht, dann wird einfach wieder zurückgeschwenkt. Und OpenSense bietet da auch super Tools an, die Konfiguration wieder zurückzusetzen. Momentan nicht über die GUI, aber man kann auch zum Beispiel einzelne Pakete zurücksetzen. Wenn jetzt FreeBSD einen Fehler gemacht hat bei der Portierung von OpenVPN, das kann ja sein, dann kann man auch sagen, okay, ich will jetzt mein System auf 18.1.4 behalten, aber ich brauche die OpenVPN-Version von 18.1.3. Das ist ein Befehl auf der Kommandozeile und dann wird das Paket wieder zurückgespielt und dann läuft das auch wieder. Zur nächsten Frage, werden die Konfigurationsdaten, die bei PFSense zentral in einer XML-Datei gespeichert oder bricht OpenSense mit diesem Konzept? Nein, das ist so. Hatten wir schon die Frage, das bleibt so. Jetzt kommt noch ein Nachtrag zu einer Frage von vorher. Soll es eine Erweiterung zur Paketfilterung geben? Sind hier bereits Release-Infos bekannt, Datum, Funktionen? Für den Paketfilter ist mir nichts bekannt. Also für den Paketfilter selbst weiß ich auch gar nicht, was da noch dazu kommen soll. Also der ist eigentlich, ich würde mal sagen, der ist feature-complete. Der kann alles, was die gängigsten Firewalls können. Also gerade jetzt der Paketfilter, nein. Okay, zur nächsten. Gibt es eine Einstellung für eine deutsche Oberfläche? Ja, die gibt's. Ich muss gestehen, ich habe es nie gemacht. Hier, Language. German. Schauen wir uns das mal an. Hat das jetzt funktioniert? Wenn wir jetzt hier mal klicken. Vielleicht muss man sich neu einwählen. Ah, hier steht schon Benutzername, Passwort, okay. Sollte eigentlich funktionieren. Schade. Vielleicht sind hier die Browser-Einstellungen auf Englisch bei mir gestellt, aber eigentlich müsste das funktionieren. Schauen wir mal, wieso macht er das nicht? Plugins installed. Ist ja spannend. Eigentlich sollte es funktionieren. Kann ich nicht so sagen, ich verwende immer nur Englisch. Wenn man so im englischsprachigen Bereich da unterwegs ist, gerade wenn man jetzt mit den Holländern redet, die da auch mitentwickeln, sind das alles englische Begriffe. Aber eigentlich müsste es funktionieren. Kann ich jetzt nicht so sagen. Okay, zur nächsten Frage. Ist das SCP-Backup schon ungefähr absehbar, wann das Feature im Stable Release landen wird? Nein.
Ich muss mal gucken. Wir können mal schauen. Also hier sieht man auf GitHub die Pull-Requests, also wo hier Changes reingeschrieben werden. Und dann sehen wir auch, es gibt für das Nextcloud-Backup, gibt es schon den Pull-Request, der da geschrieben wurde. Da kann man sich dann auch den Source-Code anschauen. Aber solange das noch ein Pull-Request ist, bedeutet es, dass das noch nicht im Code drin ist. Das bedeutet, es wurde noch nicht ausführlich getestet. Und erst wenn es dann auch noch im Code drin ist, braucht es noch ein bisschen Zeit, bis es dann in Stable reinkommt. Das Tolle ist, man kann die Leute da pushen, man kann da seine Hilfe anbieten, dass man sagt, hey, hör zu, was hakt da noch? Kann ich da beim Testen helfen? Da kann man sich beteiligen und man kann auch selbst dann dafür sorgen, dass es da weitergeht. Aber es ist nicht absehbar. Also ich bin kein Core-Entwickler. Ich weiß nur, dass das SCP-Backup, das müsste eigentlich unter Plugins laufen. Das ist eigentlich schon da hier, Update zu der SCP-Plugin. Also das ist schon da, aber ich kann es nicht entscheiden. Und ich weiß auch den Hintergrund nicht, warum das noch nicht released ist. Aber wie gesagt, ich kann da nur dazu animieren, dass man da selbst auch nachfragt. Und je mehr Leute sich dafür interessieren, desto höher wird das auch in der Prioritätenliste dann mit Sicherheit wahrgenommen. Okay, zur nächsten Frage. Kann der DHCP mit mehreren Netzen sowie Interfaces betrieben werden? Ja, und zwar wird das dynamisch erkannt. Wir haben jetzt hier drei Interfaces, LAN, WAN und Opt1. Und dann haben wir im Service DHCP dann auch die einzelnen Interfaces dazu. Ja? Also man kann dann für alle Interfaces, die enabled sind, kann man dann den DHCP-Dienst aktivieren, die Ranges angeben und ja, die wildesten Konfigurationen, TFTP-Server oder von dem LDAP-Verzeichnis was ziehen. Oder hier kann man sich gleich statische Mappings einrichten. Geht für jedes Interface, das aktiv ist. Wird das Problem der schlechten Performance in KVM aktiv angegangen? Das ist ein Problem von FreeBSD. Das ist ein Problem von FreeBSD. Da können die Leute von OpenSense nicht so viel dazu beitragen. Man kann natürlich selbst mitentwickeln, aber das ist nicht deren Hauptfokus. Also es ist auch keine schlechte Performance. Also wir reden hier, also 100, 200 Mbit, alles super. Ja, das heißt nicht, dass es eine schlechte Performance ist, aber wenn Sie jetzt sagen, okay, wir brauchen 10G und virtuell und IPS zum Beispiel, dann stößt das Ding also im virtuellen Bereich dann an seine Grenzen. Aber es ist keine schlechte Performance. Welche Hardware-Anforderungen hat OpenSense? Ganz gering. Da gibt's ja im Soho-Bereich, also für jetzt sage ich jetzt mal für den Homeworker, gibt es diese PC-Engines. Das sind ja ganz, ganz kleine AMD-Prozessoren mit einem Gigramm. Das funktioniert dann schon super. Das Wichtigste ist, man sollte dann keinen Proxy verwenden, sobald das Gerät dann rechnen muss, ja, und das ist ja bei einem Proxy so, da geht es dann schon schnell an seine Grenzen. Wer nur Firewall macht und NAT und vielleicht noch ein bisschen Intrusion Prevention, für den reichen günstige Systeme so im 200, 300, 400 Euro Bereich locker aus. Aber wie gesagt, wenn gerechnet werden muss, dann ist immer ein größerer Prozessor wäre da schon nicht schlecht. Wann kommt die Funktion, wie in der PFSense die Regel aus dem Firewall-Log direkt hinzuzufügen? Die Frage nochmal bitte, Entschuldigung.
wann kommt die Funktion wie in der pfSense, die Regel aus dem Firewall-Log direkt hinzuzufügen? Kann ich nicht sagen. Da würde ich empfehlen, auf GitHub einen Feature-Request zu stellen. Und dann kann man hoffen, dass das implementiert wird. Einfach fragen. Okay, jetzt haben wir noch drei Fragen. Unterstützt OpenSense Zwei-Faktor-Authentifizierung beim VPN-Zugang? Ja, unterstützt. Das ist auch ein Merkmal. Was das System ausmacht, das hat der integrierte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wo bin ich denn jetzt hier? Servers? Ad-Server? Das unterstützt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Hier, Local and Time-Based. Ja? Also da kann man die User anlegen und das arbeitet mit dem TOTP-Mechanismus. Gibt es für alle gängigen Smartphones eigentlich eine App, ist ein offener Standard. Und die einzige Einschränkung ist, dass es nur mit lokalen Usern funktioniert. Wenn das jetzt ans AD angebunden werden müsste, dann bräuchte man eine externe Software. Zum Beispiel Privacy ID oder sowas. Die können das dann auch. Aber mit an Bord ist TOTP mit lokalen Usern, was auch super funktioniert. Die nächste Frage, gibt es weitere OpenSense-spezifische Sicherheitsmechanismen, also Sicherheitsmechanismen, die nur unter OpenSense vorhanden sind? Also mehr oder weniger ein USP oder ein Unique-Feature. Das ist eine schwierige Frage. Das ist ja so eine Betrachtungsweise. Wenn Sie jetzt sagen, Sie vergleichen das jetzt mit einer Software-Firewall, dann würde ich zum Beispiel sagen, schau her, du hast da einen Radioserver. Den gibt es bei der Software-Firewall nicht. Ja? Also da bräuchte man für eine WPA2 Enterprise-Authentifizierung bräuchte man noch ein zusätzliches Gerät. Oder, ach so, ja, haben wir kürzlich ein Plugin geschrieben und zwar gibt es jetzt ganz neu ein Open Connect Plugin und zwar kann man sich damit, wenn man jetzt zum Beispiel in der Firma eine zentrale Firewall, eine ASA hat, die AnyConnect macht, ja, dann können sich da die Mitarbeiter zu Hause eine OpenSense hinstellen und lassen die OpenSense dann AnyConnect machen. Also die OpenSense macht dann mit dem OpenConnect-Plugin eine VPN-Verbindung zur Firma und dann muss man das auf dem Client nicht mehr machen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten ist es eine Betrachtungsweise im Gegensatz zu XY, ja. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Lässt sich ein System mit mehreren hintereinander geschalteten Firewalls in einer OpenSense GUI-Konfiguration, also zum Beispiel F ist gleich Firewall, Internet, minus F, minus CMZ, minus F, minus LAN? Das ist eine Frage, die vorgelesen ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Also man kann mit einer GUI nicht mehrere Systeme verwalten. Das geht leider nicht. Ich glaube, das war die Frage. Also eine zentrale Verwaltung gibt es derzeit kann noch nicht. Kann ich auch mal kurz weitergeben, die Frage? Die Frage sehen, vielleicht ist dann besser. Moment, wo sehe ich die? Bei Fragen? Also hier steht was. Sekunde, ich muss es mal ein bisschen größer. Lässt sich ein System mit mehreren hintereinander geschalteten Firewalls in einer OpenSense GUI konfigurieren? Nein, derzeit nicht. Ich dränge auch immer wieder darauf hin, ich frage auch immer wieder nach, wie es denn bei den Jungs ausschaut. Aber das Wichtigste ist,
dass die Aliase und die Firewall-Regeln auf die neue Codebasis, also API-enabled werden müssen, und erst dann macht es Sinn. Ja? Dann kann man auch richtig loslegen. Also die ganzen neuen Plugins haben automatisch schon den API-Code mit drin, aber wie gesagt, Firewall-Regeln und Alias nicht. Und dann macht auch keinen Sinn, da mehrere zu pflegen. Okay, das war jetzt die letzte Frage. Wir sind jetzt mit den Fragen durch. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für die Teilnahme beim Webinar und für die vielen Fragen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige nützliche Tipps weitergeben. Und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.